Willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir sind auf großer Schatzsuche. Mal wieder. Wir sind nämlich auf der Suche nach dem Schatz des großen Piratenkönigs Goldie Roger. Nein, falsches Spiel und falsche Serie. Nein, wir sind auf der Suche nach dem Schatz des Piratenkönigs Cortez. Denn ein Teil von diesem Schatz ist das fünfte Sternjuwel. Naja, aber davor haben wir leider Schiffsbruch erlitten und sind aber dennoch auf der richtigen Insel gelandet. Also hatten wir quasi Glück im Unglück. So, jetzt möchte ich mal kurz hier hin. Hier ist nämlich ein blaues Stick da. Nein, dieses Ding hier nennt sich Wacker. Kommen wir mal mit reden. Wacker, ich bin Wacker. Prima Wetter heute, findet ihr nicht auch? Dieses Wetter öffnet einem doch immer wieder das Herz, findet ihr nicht auch? Ja, finde ich auch. Wenn man den jetzt schlägt, passiert das hier. Wacker, schlag mich nicht. Doch, denn er lässt einen Wackers Kick fallen, den ich natürlich nicht mitnehmen kann. Das Ding kickt wirklich, stellt 25 KP und 25 BP wieder her. Dann scheiß auf den Dropfpilz. Wackers Kick ist viel besser. Ach stimmt, bevor ich es vergesse, ich sollte noch einen ganz bestimmten Orden anlegen. Nämlich mit Charge, nämlich mit Power Dots. Nämlich den Eisschlag. Ach, wenn ich dann beibringen, kann ich auch gleich den Elektriker anlegen. Den werden wir hier auf der Insel noch bitte nötig haben. Ne? Und am besten gehe ich gleich mal auf Coprina, weil die werden wir auch gleich brauchen. Ne? So. Kapitän, schnell! Kasari und Bigop, die beiden sind schnell! Okay, tot sind sie aber nicht. Bist du entwachst von den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Das siehst du dir, du hast doch selbst die Hosen voll, Schickrutsche. Moment, hast du da etwas von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sag's so oft, ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Warum wohl denn nicht? Wo bist du dran? Oh, wütend. Okay, gehen wir in die Büsche, die werde ich zeugen. Haben sie vor, sich zu prügeln? Da sind sie! Hm? Captain, die Geister sind wieder rausgekommen. Oh nein. Ja, die sind für den Schiffsbruch verantwortlich. Papa Mario, der Befehl für Wackerdinger. Wer wird denn noch sonst? Cosario, der wird es ganz bestimmt nicht hinkriegen und wahrscheinlich hat er sowieso viel zu viel Schiss davor. Und genau für die brauche ich den Eisschlag. Denn weil sie Feuergegner sind, kann ich logischerweise nicht auf sie drauf springen. Aber Eis tut ihnen sehr weh, wie ihr seht. So, und jetzt scannen wir die Viecher mal. Die Dinger nennen sich kalte Glut. Noch immer. Das ist die kalte Glut. Die kalte Glut ist ein zorniges blaues Irrlicht. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Auch die kalte Glut ist ein Flammengegner. Du solltest ihn nicht direkt berühren. Angriff mit Wasser oder Eis oder Explosion sind aber erfolgversprechender. Natürlich solltest du auch deine eigene Verteidigung nicht vernachlässigen. Sonst könnte es sein, dass du schneller Feuer fängst, als er lieb sein kann. Lustig, dass ihr das mit dem Wasser erwähnt, weil ich glaube, es gibt im Spiel keine einzige Attacke, die irgendwas mit Wasser zu tun hat. Aua. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Jetzt brenne ich auch noch. Na toll. Aber der eine Gegner da ist zum Glück schon eingefroren, ne? Und jetzt werde ich ihm den Knallenstoß geben. So. Was ist tatsächlich noch wegsteckt? Ja, Coprina kann gegen Lila da nicht viel machen, deswegen gehe ich auf Coupio. Aua. Machen aber 3 Schaden mit einem Angriff. Und ich finde diese Burn-Attacke da, oder was auch immer das sein soll, finde ich verdammt schwer zum Abwehren, ne? Eben weil man nicht abschätzen kann, ne? Wie, wann die angreifen, ne? Oder zumindest schwer. Und abschätzen. So. Aber cool, dass ich die jedes Mal mit dem Einschlag einfriere. Ich dachte, der friert nur eventuell eine. Aber nee, das macht er ja zu 100%. So. Nein. Hm, Glück gehabt. Nochmal ein Giftpilz-Bingo brauche ich nicht. Ich glaube, das habe ich im zweiten Kapitel mal gehabt. Oder nee, sogar im ersten, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, Quatsch. Das war im vierten Kapitel. Ich erinnere mich. Ja, darauf kann ich ganz bestimmt verzichten, ne? So. Oh, jetzt bist du ganz alleine, hm? Ja, leider musst du jetzt sterben. Obwohl du ja sogar jetzt schon tot bist, weil du ja ein Irrlicht bist. Und Irrlichter sind ja quasi auch nur Geister. Ja. Na dann 12 Sternpunkte gibt's dafür. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treibst du sicher noch mehr auf der Insel rum. Aber einer von uns muss diese Insel genauer erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben. Natürlich, Mario, du wirst diese Insel für uns erforschen, oder? Ja. Ich wusste es, Mario. Du bist eben ein Superheld. Also dann viel Erfolg.
Ja, weil du dir zu fein dafür bist. Was denn noch sonst? So, hier im Wasser ist noch ein Sternsplitter. Auch eine gute Sache. Ja. Ich kann gerade weder ins Toadhouse noch in Itemladen, weil auch wenn das hier, wenn die quasi zu Besatzungen gehören, die verlangen immer noch Geld dafür. Ich dachte, wir sind eine Mannschaft. Wieso zieht ihr euch gegenseitig ab? Ja, hier können wir auch gerade nicht weiter. Oh, warte. Hier ist doch ein Sternsplitter. Sieht man nur ganz schwer, aber da ist noch einer. Ach, und schau mal an, wie wir hier haben. Guten alten Waldfussis aus der Falkenheim Arena. Ja, auch da wurde ja schon gesagt, die kommen ursprünglich von der Isla Corsaria. Und das bewahrheitet sich jetzt hier. Das ist schon irgendwie lustig, dass man die dann schon im dritten Kapitel in Falkenheim trifft. Ich glaube, das soll so ein bisschen verdeutlichen. Ja, da kommen Kämpfer von nah und fern her. Also auch welche von einer einsamen Insel. Ja, und die haben ja diese nervige Eigenschaft, dass sie sich teilen können, ne? Wobei nervig, hm. So geben sie immerhin mehr Sternpunkte letztendlich. Von daher, und ich stehe auch schon kurz vorm Level Up, also kommt mir das auch nicht sogar recht. Ja. Aber was man auch beachten soll, wenn die sich teilen, dann übernehmen die neu entstanden sind, die übernehmen dann auch quasi die KP-Zahlen von denen, die schon da sind. Also Beispiel, der hier hatte gerade 3 KP und der andere, das ist auch noch ein Stand, bitte wusste ich gar nicht. Ja, und der dann rausgekommen ist, der hat auch nur 3 KP gehabt. So, hier ist noch ein Orden, der Wirrschlag. Dieser Hieb verwirrt Gegner und führt zu Kontrollverlust. Ah, aber es ist kein OP-Wert. Und hier ist ein Hartpanzer, aber den kann ich auch nicht gebrauchen. So. Und noch bestimmt noch mehr. Ja, da ist schon der nächste. Sollte man meine Items ein bisschen öfters benutzen, ne? Ach, und das sind auch schon die anderen, ne? Die Blüten, ne? Die Wiesenfassis. Das ist schon die Blütenpunkte statt OP saugen, ne? Weil ich die tatsächlich dann dadurch sogar schwächer finde als die normalen Fussis. Oder Fassis. So. Weil wenn sie genug Blütenpunkte aufsaugt, dann können sie irgendwelche magischen Angriffe starten, ne? Zumindest hat das von Brina mal gesagt, wo ich sie gescannt habe. Ja, seht ihr? Der hat ja 2 KP und der hintere hat auch nur 2 KP. Das ist immer eine positive Sache. Die übernehmen auch die KP-Zahlen, ne? Schade, ich habe mich jetzt über eine Blütenpunkte-Bingo gefreut. So. Aber naja, wir erreichen trotzdem Level Up. Also von daher... Dann werde ich ja sowieso geheilt. Was erhöhe ich denn jetzt? Ja, also ich würde das zu OP auf 24 erhöhen, ne? Nur für den Fall der Fälle. So. Ich glaube, im nächsten Level Up erhöhe ich dann wieder die BP auf 25. So. Kann ich jetzt irgendwas Neues noch anlegen? Ja, aber nur Sachen. Wobei, den Blumenregen kann ich ja mal anmachen, ne? Dann ist die Chance höher, dass ich, wenn ich einen Gegner kille, dass dann Blütenpunkte da rauskommen. Ach, schau mal an, was haben wir gleich den nächsten neuen Gegner. Die sehen zwar aus wie normale Piranha-Pflanzen, aber... Weil eigentlich sehen sie nicht danach aus. Die sehen eigentlich komplett anders aus. Und ja, und die sind auch anders. Inwiefern anders, das wird uns Grimprina jetzt gleich sagen. Weil dann hätte vielleicht den Erdbebenorden dann noch machen sollen. So. Also, was haben die denn anders drauf als die normalen? Die nennen sich Faulpiranha. Das ist ein Vollpiranha. Das sind giftige Piranha-Pflanzen von seltsamer Farbe. Hat er gerade das L gefehlt? Das muss ich mir nachher im Schnitt nochmal anschauen. Naja. Maximal KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Die Techniken der Vollpiranhas sind Biss und fauliger Atem. Ja, Biss hatten die Alten ja auch schon drauf. Wenn sie dich mit ihrem Atem vergiften, sinken deine KP auch nach dem Angriff weiter. Ja, das verstehe ich unter der Vergiftung. Ja, dieses Bingo brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich bin noch voll geheilt. Oh. Ah, jetzt kommt schon der Giftatem. Ich finde den verdammt schwer abzuwehren, weil sich auch immer total viel Zeit lassen, bevor sie das machen, ne? Ja, und jetzt bin ich das erste Mal vergiftet. Super. Also ihr merkt schon, es werden die Gegner auch langsam schwierig. Was für 9 Runden? Verdammt. Ich hoffe, es geht nicht ins Auge. So. Irgendwann werde ich schon noch meine Blütenpunkte geheilt, aber... Eine KP-Regeneration hätte ich jetzt also besser gefunden, ne?
So. Naja, immerhin ist Kupio nicht mehr vergiftet. Ist Kupio nicht vergiftet, weil die das, weil Pate das nicht untereinander übernehmen, ne? Das ist auch gut. Das ist auch eine gute Sache. Gibt auch Items, mit denen man die Vergiftung aufheben kann, aber ich glaube, die habe ich nicht mal. Zum Beispiel so ein Item wäre Saurus Tonic. Nein, von denen kann keines Vergiftung aufheben. Ach komm, das ist also aber auch egal, der kommt sowieso gleich vorbei und dann hebt sich das anders als bei Pokémon. Anders wie bei Pokémon hebt sich das Statusproblem dann nach dem Kampf gleich wieder auf. Das ist das Gute. Also Mario bleibt da nicht so. So, seht ihr, schon ist es vorbei. Auch wenn Mario immer noch seine Ich bin geschwächt Reaktion gemacht hat. Oh, nö. Nein, ich dachte nein. So. Sehen wir in dem Busch noch was? Ja, ein Schrumpfer, aber den brauche ich nicht. Ach, der Fassi da oben ist interessant. Bei dem ist nämlich so, jedes Mal, wenn man in dieses Gebiet kommt, dann verändert er seine Position. Ne? Das ist. Und teilweise backt der auch tatsächlich ein bisschen rum. Also der bewegt sich gar nicht, sondern bleibt immer nur auf der einen Stelle. Ich glaube, der ist nicht so ganz so sauber programmiert worden. Ne? Hm. Naja. Verzeihen wir es mal in Teletin Systems. Was könnten wir denn noch reden, ne? Ich hab mir gedacht, ich rede ein bisschen über das neue Paper Mario, was erst vor kurzem angekündigt worden ist. Du bist schon Paper Mario, der Origami King. Was ja im Juli für den. Ich war schon im Juni. Für Nintendo Switch erscheint. Und was ja bei den Leuten gemischte Gefühle ausgelöst hat. Wahrscheinlich, wenn das Video online kommt, wird es wahrscheinlich sowieso keinen mehr jucken. Toll. Aber. Naja, warum nicht? Dann habe ich zumindest ein Gesprächsthema. Also, ich habe ja den Trailer mittlerweile schon ein paar Mal angeschaut. Ich muss sagen, so eine gewisse Skeptik habe ich zwar. Aber jetzt, wo ich nochmal so drüber nachdenke, auf Twitter habe ich mich ja sehr, teilweise sehr negativ geäußert und gesagt, es wäre irgendwie sehr, sehr nach Paper Mario 1, Color Splash 1.5 aus. Mittlerweile muss ich aber sagen, ja, aber es scheint trotzdem wieder in die richtige Richtung zu gehen. Also teilweise hat man da auch sogar schon Partner gesehen. Und ich habe zwar, glaube ich, ein paar Mal gesagt, nee, die gibt's nicht, weil war öffentlich nie, wenn dann nur so bestimmte Konversationen. Scheint es aber tatsächlich zu geben. Allerdings sind das keine bahnbrechenden, ne? Oder krass individuellen, wie beispielsweise hier. Sondern halt wirklich nur normaler Cooper, normaler Hammerpuder, normaler Bob-Omb. Was ich zwar schade finde, aber hey, immerhin scheint es wieder Partner zu geben, ne? Wobei das natürlich jetzt nicht stimmen muss. Das kann immer nur bisher nur so aussehen, aber teilweise liefen die ja auch mit Mario auf der Overworld. Oben nur im Kampf hat man sie nie gesehen, ne? Beziehungsweise man hatte bisher nur wenig von dem Kampfsystem gesehen, ne? Das Kampfsystem scheint wieder irgendwas Komisches zu sein, ne? Hier ist übrigens ein versteckter Block und ohne den kommt man nicht weiter. Nämlich ist es jetzt scheinbar so, dass man irgendwie Kämpfe in einem Kreis die Gegner in irgendeinem Kreis bekämpft und man den immer richtig hindrehen muss, damit man die Gegner besiegen kann. Ich kann euch jetzt das hier mal kurz einblenden. Ne? Oh, guter Sternsplitter. Ja. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich werde auch einfach mal davon mal abschauen. Beziehungsweise ich werde einfach mal gucken, wie sich das Ganze dann auch schlussendlich spielt. Wer weiß, vielleicht fühlt es sich ja gar nicht mal so schlecht. Und sie scheinen immerhin von den Stickern oder von den Kampfkarten weggekommen zu sein. Was auch eine gute Sache ist, denn das hat für mich sowohl Sticker Star als auch Color Splash ein bisschen ruiniert. Es waren an sich gute Spiele, nur waren halt keine guten Paper Marios, weil sie hatten halt kein richtiges Kampfsystem. Nur das Kampfsystem war halt nur mit diesen dämlichen Stickern und wenn du mal keine hattest, ja, dann konntest du nicht mehr kämpfen, ne? Und scheinbar scheinen sie davon jetzt weggekommen zu sein, ne? Zumindest sieht es so aus. Und ja, das finde ich eine gute Sache. Ansonsten
Die Story? Es geht ja scheinbar um irgendein Origami, was das gesamte Pilzkönigreich einhüllt. Und die ganzen Brüder auch in Origami-Version von sich selbst verwandelt. Das hat man ja beispielsweise bei Peach gesehen. Und jetzt bildet sich quasi so eine Art Rebellion gegen das Origami und die wird halt von Mario angeführt. So habe ich das zumindest verstanden, ne? Ein glaubauter Mann, diese verfluchten Geister. Hm? Das sind die Verschollenen, ne? Hey da, hey, das ist doch Mario. Das gibt es also noch. Du kommst gerade recht, schnapp dir die beiden hier. Ihr müsst fliehen. Aber was hast du vor, Bartom? Lass die Geister mir und macht euch aus dem Staub. Das ist ein Befehl. Es reicht doch, wenn es einen von uns erwischt. Los, haut ab! Nein! Tun das Beste, was Bartom gesagt hat. Verschwinden wir von hier. Nein, er will sich für uns opfern, ne? Das können wir doch nicht zulassen, ne? Bartom, Entschuldigung! Aber Entschuldigung! Oh, weg ist der. Entschuldigung, aber ich muss es auch ganz flott. Aha. Jetzt kommst du mir zurück. Ach so, du da vor dem Fernseher. Ich denke zwar, du hast mich schon erkannt, Mario darf das aber noch nicht wissen, ne? Was? Wieso sagt er das einfach so? Vor allem Mario steht 2 Meter neben ihm. Wobei, sagen wir 5 Meter, aber genau neben ihm, da müssen sie doch einfach alles hören. Hey, und wer ist dieser Du da vor dem Fernseher? Ja, das zu erklären, Mini-Yoshi, wäre jetzt ein bisschen langweilig und lang, also von daher, und du wirst es mir wahrscheinlich sowieso nicht glauben, also von daher lass ich's, mach ich's gar nicht erst. So, jetzt möchte ich hier noch rüber. Denn hier ist zum einen diese kleine Insel hier, wo es Kokosnüsse gibt, wovon ich jetzt auch eine mitnehme, weil die werden wir noch brauchen, ne? Ich bin im Hartpanzer. Soll halt im Meer landen, ne? Und zum anderen ist da drüben ein Orden, den wir ebenfalls brauchen, ne? Das heißt aber auch übrigens, dass der Eisschlag jetzt gleich wieder gehen muss. Wow, der war ja wirklich sehr lange drin, ne? Nämlich, das ist der Ice Power. Kein Schaden beim Sprung auf brennende Gegner. Ja, das ist halt einfach viel besser als der Eisschlag. Also, ciao und komm rein, Ice Power Orden. Braucht tatsächlich nur einen Weg? Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, der bräuchte mehr. Erdbeben wäre eigentlich eine gute Sache. Ja, dann mache ich den einen herzlichen Orden jetzt weg. Das ist ja sowieso nichts gebracht. Und tu den hier rein. So. Ach, Ise, das ist ein legendärer Seebär, hier ausgerettet hier. Ein Bart hat ein bisschen Schwierigkeiten. Wir müssen ihm helfen, ne? Aber zuvor schaue ich in den Büschen, ob da noch was drin ist. Ja, keine Sorge, ich helfe dir gleich. Ich hab mich nur mal kurz heilen, ne? So. Und dann wechsle ich noch kurz auf Kupio. Und dann kommt her! Wirklich ein erster Griff. Und jetzt kann ich ja ganz normal auf sie springen, ne? Und das ist auch tatsächlich besser als die ganze Zeit nur den Hammer zu verwenden, ne? So. Ich glaube, in Paper Mario 1 hatte der Ort tatsächlich noch einen Effekt, dass Mario dann wirklich Eisattacken gemacht hat und den Feuergegnern auch mehr Schaden, ne? Hier ist es aber offenbar nicht mehr so. Hier kann er einfach nur auf die Springen. Also ich sehe jetzt zumindest nicht, dass er den dadurch mehr Schaden macht als üblich. Ich kann mich aber auch irren, ne? So. Ja doch, vielleicht irre ich mich auch. Weil der Mario doch auch so Angriffskraft 3. Von daher. Aber offenbar ist auch seine Verteidigung gegenüber Feuerangriffen gestiegen, ne? Mit ihrer Flamme machen sie das mir mittlerweile, wenn ich es abblocke, überhaupt keinen Schaden mehr. Kann sein, dass ich mich da auch nur vertue. So. Sorry, dass ich dich so grob runterholen muss. Mario. Schätze, diese Geister haben mir ziemlich ihr Bett zugesetzt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren, ne? Echt? Es tut mir nur leid wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psychoblub. Ich wollte sie nach der Landung auf der Insel trinken, ne? Sie ist auf dieser Insel, habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... Ah, mein Psychoblub. Warte, willst du mir jetzt sagen, dass du jetzt hier gleich stirbst? Nein. Aber gut, erfüllen wir ihm seinen letzten Wunsch.
Holen wir die Flasche mit dem Psychoblut. Dafür sehen wir uns gleich wieder beim Lager. So, da werden wir wieder. Wie ich sehe, sind die zwei Überlebenden hier schon angekommen. Na dann. Oh, das seid ihr ja. Wir haben uns wirklich gesorgt. Ich dachte schon, ihr seid Paru, aber jetzt sind wir ja wieder alle. Sag mal, fehlt da nicht einer? Das stimmt! Bartom hat uns vor den Geistern gerettet, aber er wurde gefangen! Leute, bitte, Leute, wir müssen Bartom retten! Großartig, Bartom lebt also auch. Das gibt mir neuen Mut. Mario, wegen Bartom könntest du vielleicht wieder. Was? Psychoblub? Also, sowas haben wir nicht. Aber sag mal, wofür braucht ihr denn das? Was? Bartom liegt im Sterben und es ist dein letzter Wunsch? Wenn das der letzte Wunsch eines Sterbenden ist. Also gut, eigentlich ist es mir, aber Bartom. Was? Eigentlich ist es mir? Aber Bartom soll es haben. Aber halt! Auch dieses Psychoblub gehört zu unseren knappen Vorräten. Also musst du für uns einen Ersatz finden. Am besten wäre es, wenn du auf der Insel was zu essen finden würdest. Bring uns Essen und du kannst die Flasche zu Bartom bringen. Ja, das Stück Scheiße. Da liegt einer im Sterben und du denkst nur ans Essen? Schäm dich. Aber gut, ich hab was dabei. Also, was hast du Schönes mitgebracht als Gegenleistung für das Psychoblub? Du weißt doch noch, um was ich dich gebeten habe, oder? Ich wollte eine Spezialität dieser Insel, die ein Gourmet zufriedenstellt. Hier kannst du Kokosnuss haben. Dafür braucht man die nämlich. Ah, eine Kokosnuss. Lass mich überlegen. Wenn nicht, trifft das ja nicht wirklich meinen Geschmack. Aber ich denke, Bartom sollte die Flasche haben. Also los, nimm sie schon. Eigentlich. Ein Psychoblub erhalten. Cosarios besser Tropfen. Oder gehört der Bartom? Auf diesen Genuss hatte ich mich sehr gefreut. Es wird Bartom sicher bunden. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei Bartom. So, Bartom, ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Nee, es ist einfach noch am Leben. Hier. Oh, dieser Duft. Hast du es mir etwa tatsächlich gebracht? Oh, dieser Geschmack, ich expandiere vor Glück. Als hätten die Meeresgötter selbst meinen letzten Wunsch erfüllen wollen. So still, so friedlich. Danke für alles, Mario. Im Himmel wartet meine Scarlet auf mich. Adieu. Ist er tatsächlich tot? Moment. Nein, der lebt noch. Er bewegt sich hier sich noch. Aufwachen! Was zum Teufel, Piraten? Wir müssen... Aber wo sind sie denn? Du träumst wohl, Alter. Aber das ist doch Mario. Bist du auch gestorben? Gestorben? Du spinnst wohl. Wir sind alle am Leben. Was? Also bin ich nicht tot? Ach ja, ich erinnere mich. Mario, wir sind noch lange nicht am Ziel. Schätze, ich werde mich dir anschließen. Schätze, meine explosive Kraft wird dir noch gute Dienste leisten. Und damit haben wir unseren letzten Partner, Bartom. Meiner Meinung nach auch der coolste. Bartom hat folgende Fähigkeiten. Drückst du X, geht er ein paar Schritte und explodiert dann. Jo. Kann man von der Bombe erwarten. Boom. Mit Explosionen kannst du Wände und Felsen sprengen oder Schalter drücken. Dieser Trick funktioniert allerdings nur, wenn die Wände schon rissig sind. Da du ihn wirst, kommt Bartom auch auf höhere Plattformen. Im Kampf springt der Gegner mit der Bombe oder wirft mit Zeitbomben, die im Folgezug hochgehen. Ja, die Zeitbomben finde ich allerdings nicht so toll. Na dann, und im nächsten Part werden wir schauen, wie wir an den Schatz kommen. Diese Höhle sieht ja ganz interessant aus. Und wir werden sehen, wie das Ganze noch weitergeht. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Hier ist übrigens noch ein Rackerpulver versteckt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.